Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch ein Eiswindlicht. Bei diesem kalten Wetter doch passend, oder? Und eigentlich ganz einfach zum selber machen. Ich habe hierfür zwei Plastikbecher, und zwar einen großen und einen kleinen, den ich da in den großen einsetze. Dann stelle ich erstmal noch eine Kerze drauf und später seht ihr noch, dass ich das Ganze beschwere. Mit etwas Grün aus dem Garten und ein paar Beeren, die ich jetzt einfach da dazwischen reinsetze. Und im Schnelldurchlauf. Sonst dauert es für euch etwas zu lange. Jetzt ist es gleich fertig und dann fülle ich das Ganze jetzt mit Wasser auf. Und dann kommt gleich eine Steinblüte zum Beschweren noch oben drauf. Und jetzt ab in die Gefriertruhe. Mein Kater ist auch mal wieder neugierig mit dabei. Passend im Schnee habe ich das Windlicht platziert. Diese Beeren leuchten da einfach wunderschön raus aus diesem Eis. Irgendwie ist das eine nette Idee, finde ich, im Winter. Das Windlicht noch von oben. Das war mal eine ganz andere Idee. Ich hoffe sehr, dass euch diese Deko-Idee gefallen hat. Ich schicke euch ganz liebe Grüße, eure Sandra.